Der One Health-Ansatz sagt, dass wir gesund sein müssen. Die Menschheit, die Tiere, die Pflanzen, alle gesund auf einem gesunden Planeten. Und auch nur, wenn wir dieses One Health betrachten, in der Gesamtheit, dann können wir eine Zukunft haben, eine Zukunft mit einer gesunden Menschheit auf einer gesunden Erde. Ein zentraler Aspekt von One Health ist, die Tiergesundheit mit der Menschheitsgesundheit zusammenzubringen. Ein fantastisches Beispiel ist zum Beispiel, wie heutzutage Antibiotika gießkannenmäßig ausgebracht werden, um Krankheiten zu verhindern. Wenn wir hier aber gezielter vorgehen können, dann können hier auch weniger Antibiotikaresistenzen entstehen. Und das bedeutet wiederum ein Gewinn für die Gesundheit von uns Menschen. Und so bringt One Health Gesundheit der Tiere mit der Gesundheit der Menschen zusammen. Die Medizinforschung kann beim Thema Klimawandel helfen, und zwar mindestens mit zwei Dingen. Erstens muss das Gesundheitssystem klimaneutral werden. Und zweitens brauchen wir Anpassungsstrategien an den Klimawandel, weil wir als Menschen haben unsere Grenzen und hier müssen wir für Patienten, eben aber auch für Gesunde Anpassungsstrategien schaffen, dass der Klimawandel eben nicht krank macht und dass wir dann eben eine gesunde Menschheit auf einer gesunden Erde haben.